Hallöchen zusammen, wir haben Freitag und wir blicken heute, wer es im Blog schon gesehen hat, weiß es, die anderen erfahren es jetzt auf Brent, das Öl scheint abzuschmieren, dann das Währungspaar US-Dollar, schwedische Krone und Kandollar, Schweizer Franken, dann heute Morgen, ich kam nicht umhin zu sehen, was im Silberpreis passiert, wir schauen auf Silber. Wir blicken natürlich in die großen Indizes rein. Da habe ich ja schon angekündigt, dass wir mal so ein bisschen einen Blick, sage ich mal, über den Tellerrand hinauswerfen, um mal so ein bisschen auf andere Indizes zu schauen, um zu schauen, wie geht es denn anderen Volkswirtschaften. Und daraus können wir natürlich auch so ein paar Schlüsse ziehen, wie sich zum Beispiel auch der DAX entwickelt, wie sich beispielsweise auch die US-Indizes entwickeln. Diese Dinge kommen direkt gleich im Anschluss an die Besprechung der aktuellen Handelsideen. Und wer Fragen hat, bitte rein in die Chats. Ich freue mich immer über Postings hier meiner Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke, guten Morgen, Ludger. Und auch bitte, gebt einfach mal ein paar Likes ab. Ich freue mich drüber. Wir machen das hier jeden Morgen. Ich sehe auch, wer zuschaut. Und die Likes sind einfach auch ein schönes Zeichen auch der Wertschätzung. Danke dafür an dieser Stelle. Und wir machen weiter mit dem Risikohinweis an diesem Punkt. Wie immer, bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das haben wir. Und dann gucken wir auf die Nachrichten. Nachrichten gibt es heute ein paar, aber ja, diese Woche ist nachrichtentechnisch nicht ganz so der Oberknaller. Wir sehen es hier. Wir kriegen um 10 Uhr den den Monatsbericht der Energiebehörde in den USA. Die Neukredite in China, gut, die werden uns nicht wirklich interessieren. Ich denke, das, was so ein bisschen Einfluss auf die Märkte haben kann, ist der Erzeugerpreisindex in den USA. Den bekommen wir heute um 14.30 Uhr. Ja, und das war's schon. Ne? Heute Abend kommt dann noch die Rohstoffberichte. Das heißt, die COT-Reports werden heute Abend veröffentlicht. Und dann ist die Woche quasi schon durch. Und wenn wir mal so ein bisschen auf die Woche zurückblicken wollen an diesem Punkt, riesig viele Nachrichten gab es diese Woche nicht. Die es gab, ja, wir sehen es hier, ein paar grüne Zahlen, das ist schön zu sehen. In Großbritannien ist der Einkaufsmanager für das Baugewerbe angestiegen und zwar auch spürbar von 28,9 auf 55,3. Das ist schon deutlich, lag auch ordentlich über den Erwartungen. Der ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistung in den USA konnte auch kräftig anziehen von 45,4 auf 57,1. Das zeigt uns quasi, dass auch die Dienstleistungen in den USA wieder mehr Aufträge bekommen. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen, dass es dort so Stück für Stück vorankommt. Am Dienstag haben wir dann auch wieder positive Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt bekommen. Die JOLTS-Stellenangebote lagen hier auch deutlich drüber. 4,996 Millionen sind es gewesen. 5,397 sind es aktuell. Also es lag definitiv über den Erwartungen. Die waren bei 4,85 Millionen. Das ist immer positiv zu sehen. Und zum Thema Rohöl hatte ich ja diese Woche auch schon ein paar Mal was gesagt. Es geht nicht einfach schwupps nach oben, ne? Also die Ölpreise sind schon ein bisschen auch von der Nachfrage getrieben. Und wir sehen hier momentan, dass die Nachfrage zurückgeht. 5,6 Millionen Barrel sind hier diese Woche zugewachsen. Nach einem Rückgang von 7,195 Millionen Barrel in der Vorwoche hatten die Analysten einen weiteren Rückgang um 3,1 Millionen erwartet. Es ging aber nicht zurück. Es ist ordentlich angewachsen. Das versetzt den Ölpreisen Dämpfer. Das sehen wir dann gleich im Chart. Also Fröhlichkeit am Ölmarkt sieht ein bisschen anders aus als das, was wir hier sehen. Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe am Donnerstag war eine grüne Zahl, lag ein bisschen unter den Erwartungen und auch unter der Zahl vom letzten Mal. Das heißt, leicht positive Tendenz. Ob es so bleibt, puh. Leute, wenn ich mir so anschaue, was wir an Fallzahlen in den USA haben, das könnte kritisch werden, das gucken wir uns mal an, aber erst reden wir die Handelsideen durch. Dann schauen wir mal auf das Thema Fallzahlen und was da eventuell so auf uns warten kann. Das wird nicht leicht, wenn es so bleibt. Schauen wir drauf, Wochenvorschau, ach komm, wir machen sie gleich noch mit, dann sind die Zahlen da weg. Nächste Woche gibt es ein paar wichtige Fakten, wir sehen es, der Kalender nächste Woche deutlich voller, als das diese Woche der Fall gewesen ist. Wir haben die Arbeitslosenänderung in Großbritannien und das BIP, das kriegen wir am Montag und dann noch die Produktion vom verarbeitenden Gewerbe. ZEW-Konjunkturerwartung kriegen wir Montag auch und den Verbraucherpreisindex für die USA.
Das der Montag. Schon ordentlich mit Termin gespickt. Mittwoch geht's weiter. Nein, sorry, das war der Dienstag. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mittwoch geht's weiter. Da bringt die Bank of Japan den Quartalsbericht. Großbritannien bringt uns den Verbraucherpreisindex. Ich glaube aber, da kriegt man nicht wirklich eine Überraschung. Also das würde mich sehr wundern, wenn es hier deutliche Ausschläge gibt. Vielleicht zur Unterseite, ich weiß es nicht, aber nach oben kann ich mir schwerlich vorstellen. Und die USA bringen uns am Mittwoch wie immer natürlich die Rohöllagerbestände, die Zahlen, die jetzt bei der Prognose drinstehen. Ich weiß nicht, ob die schon stimmen, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Wir haben gesehen, was diese Woche passiert ist. Ein weiterer Anstieg, denke ich mal, würde weiterer Druck auf den Ölmarkt bringen. Dann geht es weiter am Donnerstag mit einer Riesenlatte Nachrichten. Wir kriegen aus China Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Industrieproduktion. Aus Großbritannien gibt es die Arbeitslosenzahlen und die Durchschnittseinkommen. Die EU hat nächste Woche Pressekonferenz. Die EU, sage ich schon, die EZB macht Pressekonferenz. Nächste Woche Donnerstag. Das heißt, wir kriegen Donnerstag den Zinssatz, den Begleittext zum Meeting sozusagen, den Zinsentscheid. Und wir bekommen noch die Pressekonferenz. Das wird lustig und das könnte ordentlich Bewegung in den Euro bringen. Das heißt, nächste Woche ist eine wichtige Woche. Auch für das Währungspaar, beispielsweise Euro, US-Dollar. Freitag gibt es dann noch den Einzelhandelsumsatz in Großbritannien, den Verbraucherpreisindex für die Eurozone und aus den USA die Baugenehmigung. Damit hätten wir mal so einen ganz, ganz groben Überblick, was an Nachrichten nächste Woche auf uns wartet. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt dahin, wo wir jeden Morgen hin wollen, und zwar in die tickenden Charts. Die mache ich einfach mal auf und wir starten hier durch mit dem Währungspaar kanadischer Dollar, Schweizer Franken. Sehr, sehr, sehr interessante Verortung hier. Man sieht, es ist wieder eine Range da. Die Zuschauer jetzt im Video für den Facebook-Stream, die sehen jetzt auch den Chart in groß. Wir sehen es, Kanadischer Schweizer Franken. Was haben wir für eine Situation? Ganz klar, wir sehen es. Wir sind von oben nach unten gekommen. Es gab einen fetten Haltebereich hier unten um die Marke von 0,691. Hier drüben war es ein Drehbereich und hier hat es immer wieder Support gegeben. Wir blicken mal kurz aufs Bild nach oben, damit wir mal sehen, was los ist. Denn der Tageschart, der ist ja noch verortet in einem Aufwärtstrend. Ich sage mit Absicht allerdings noch, weil wir kurz vor der Bildung eines Abwärtstrends stehen. Und das, was wir momentan hier sehen, schaut eher nach einem Bruch zur Unterseite aus. Ja, so sieht das aus. Das Thema mit dem Schweizer Franken gesucht zur Unterseite. Das hatten wir ja gestern schon mal. Ich glaube, es war US-Dollar Schweizer Franken. Wartet mal, lasst mich noch mal kurz losgucken. Hier hatten wir es, genau. Da hatten wir das Gleiche. Schaut mal, gestern das Bild hier. Da ist der Tageschart allerdings ein bisschen anders aufgebaut. Wir sind aber hier in einen wichtigen Bereich reingekommen und leicht runtergelaufen und dann abgeprallt. Und das Thema steht jetzt hier selbstredend auch wieder auf der Agenda. Das heißt, Kanadischer Schweizer Franken müssen wir da unten im Widerstand immer mit zwei Dingen beleuchten. Erstens, es kann einen Abprall geben. Zweitens, es kann komplett schön durchlaufen. Ja? Wenn wir durchlaufen sollten, dann haben wir einen astreinen Gegentrend. Ne? Hier Bewegung, Korrektur und dann den Rutsch nach unten. Ich sag mal so, an diesen Stellen macht man immer schwer eine Prognose, wie nun die Wahrscheinlichkeit da ist. Fest steht eins, wir sehen fallende Tiefs. Das heißt, wir sehen, die Verkäufer kommen immer früher in den Markt. Was jetzt noch fehlt, ist fallende Tiefs. Entschuldigen, also wir haben ja fallende Hochs gesehen. Und was jetzt noch fehlt, sind die fallenden Tiefs. Und wenn sich zu den fallenden Hochs jetzt noch fallende Tiefs dazugesellen, dann haben wir eine astreine Bruchsituation. Wir gehen gleich in die kleineren Zeiteinheiten, aber den Blick in das größere Bild brauche ich nochmal kurz auf den Tageschart. Da sehen wir nämlich, wenn es hier durchbricht, haben wir noch zwei wichtige Anlaufmarker da. Erste Mal hier diesen kleinen Kaufbereich, der ist zweimal angetestet worden für diese Aufwärtsdynamik hier, also für diesen letzten Bewegungstrend, den wir da haben. Das war schon ein gutes Drehlevel. Das ist der Bereich hier unten um die Marke von 0,6877. Wird der auch abverkauft, dann kommt dieser Punkt, als wir dieses W hier gesehen haben ins Spiel. Die Marke von 0,68. Das wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt, wenn wir hier oben rauskommen. Das heißt, trotz der Tatsache, dass hier ein Gegentrend entsteht, muss das jetzt nicht bedeuten, dass dieser Trend hier völlig im Eimer ist. Das heißt dann einfach nur, wir sehen eine Gegenbewegung zur Unterseite. Punkt. Und die läuft halt trendförmig ab, weil der Markt einfach den Platz hergibt, das Ganze zu geben.
Das wird initiiert, sobald wir hier drunter durchfallen. Kommt es zum Abprall, können wir uns nach oben orientieren. Da sehen wir im Tageschart ja hier oben schon mal den schönen Bereich um die Marke von 0,703. Und das Untergeordnete, das schauen wir uns jetzt gleich mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Da sehen wir nämlich den Markt schon nach unten trenden. Und dann sehen wir hier oben halt den Deckel bei 0,703 und hier unten den Boden bei 0,691. Und da sehen wir, was hier geschlagen wird. Ich mache mal kurz noch den kleineren Zeitrahmen rein. Da sehen wir, wie es nach unten trendet. Immer schön nach unten. Und wir sind jetzt wieder nach unten unterwegs. Und wie schon gesagt, wenn das ganze Thema nach unten durchbricht, also hier wegbricht, das wäre dann der Weg nach unten. Den hatten wir gerade besprochen. Prallen wir allerdings ab, und das ist, deswegen schauen wir hier jetzt mal in die kleinere Zeiteinheit rein. Wenn wir abprallen, dann haben wir nach oben hin schöne Drehbereiche vor uns liegen, wo wir auf dem Weg zur Oberseite erst einmal die nächsten Anlauflevel sehen können. Und das sind ganz klar wieder die Bereiche aus der, sage ich mal, Korrekturbewegung, nein, nicht die Korrekturbewegung, der laufenden Bewegung nach unten hin innerhalb der Korrektur. Und da sehen wir hier die Hochs, die Zwischenhochs. Einmal hier grob um die Marke von 0,6956. Also das ist dieser Bereich. Schaut mal, da haben wir hier angehalten und da haben wir hier kurz drunter angehalten. Das ist also ein wichtiger Bereich. Und danach hier oben dieses Level um die 0,698 hier. Dann haben wir hier oben, ich mache das halt, wartet mal, wir machen das live. Für die, wenn ich das Ganze in die Blocks stelle, wären das halt oft zu viele Linien. Kurz oben drüber noch dieses Zwischenhoch um die 0,699, das sind die Marker. Und dann noch hier kurz vor dem Level oben, bevor wir hier reinlaufen, haben wir hier den kleinen Drehpunkt um die 0,7013 und dann hier ganz knapp noch dieses Level hier drüben um den Bereich von 0,7249. Das sind so die kleinen Feinheiten, wo wir durchaus, wenn wir einen Abprall bekommen, schöne Anlaufpunkte bekommen. Wir haben ja diese Woche auch schon gesehen in anderen Situationen, dass diese Dinge wirklich auch eine Relevanz haben, um in den Markt auch Bewegung reinzubringen. Warum das so ist, das muss man als Händler einfach wissen, auch lernen. Das sind Dinge, die kommen auch in edukativen Parts immer wieder rüber. So zum Beispiel in dem Seminar, was am 26., 27. September stattfindet, da sprechen wir über sowas. Und es ist halt einfach so immens wichtig, dass man diese Dinge weiß, ja, und das auch als Händler bewusst ist, was dort passiert und weshalb wir in der Planung davon von bestimmten Sachen einfach ausgehen können. Das sind wichtige Fakten und das sehen wir halt hier immer wieder und immer wieder. Das ist das Schöne, das wiederholt sich so hier auch in Möglichkeit bei einer Abprallbewegung im Kanndollar Schweizer Franken. Und damit schalte ich rüber zum Währungspaar US-Dollar schwedische Krone. Haben wir nicht so oft auf der Uhr, aber interessant zum Hinschauen ist das allemal. Warum? An der Stelle auch erst einmal hier das kleine Bild. Ich konnte es leider nicht anders ändern, weil die hintere Historie, die ist halt wichtig für die Besprechung, die wir jetzt machen wollten. Deshalb auf den ersten Blick das Bild erst einmal relativ klein. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz auf den Fokus dieser dicken blauen Linie, dieser dicken grünen Linie, die ich unten reingezogen habe. Das ist die Marke von 9,12 schwedischen Kronen. Das ist nämlich ein Bereich, das sehen wir hier in der Historie, also hier hinten sozusagen, war das ein Widerstand, der immer mal angetestet wurde, wo der Markt runtergefallen ist. Dann haben wir es drüber geschafft. Wurde aus dem Widerstand sozusagen ein Kaufbereich, der wurde hier angetestet und danach ging es schön nach oben. Ja, schwankungsbreit, ganz klar, aber es ging halt einfach nach oben. Jetzt sind wir genau an dieser Stelle wieder verortet. Und vorhin, als ich dieses Bild geschickt habe, ja, da standen wir sogar noch ein kleines Stückchen tiefer, glaube ich. Aber wir sehen es hier im Detail, Thema Abprall von diesem Ganzen. Ne? Wir sehen hier den Trend verortet. Wir haben hier definitiv auf Tagesbasis einen Abwärtstrend. Nur der Markt kommt halt jetzt genau wieder auf so einem großen Kauflevel zum Stehen. Das sind wichtige Marker. Jetzt haben wir den Abprall. Ja? Der Abprall ist voll und ganz im Gange. Wenn man das mal näher betrachtet, sieht man auch, was ich meine. Hier ist der letzte Bewegungstrend. Der läuft schön nach unten. Und jetzt prallen wir hier astrein ab. Ja? Wir sehen, wir sind gestern dran gelaufen und die Abprallbewegung ist jetzt hochgelaufen. Wir haben schon einen wichtigen Kaufbereich jetzt angetriggert. Jetzt kommt es drauf an, geht es weiter oder nicht. Und das schauen wir uns mal im kleineren Bereich an, hier an dieser Stelle. Und da sehen wir, was passiert. Schaut mal, ich zeichne das mal ganz kurz ein, was jetzt die wichtigen Marker sind. Guckt mal, das hier. Das war der erste Schub von oben nochmal nach unten. Ja, wir sind hier in die Korrektur reingelaufen, wieder rumgedreht, unten an den Widerstand rein. Das war Nummer 1. So, was kam dann? Dann kam eine Korrektur. Die hat uns hierhin gebracht und danach entsprechend die Bewegung. Die hat uns bis hier gebracht,
dann kam wieder eine Korrektur. Ich mache das jetzt mal mit Absicht langsam, damit man versteht, dass wir momentan zwar eine Gegenbewegung haben, aber den Bewegungstrend noch lange nicht rausgenommen haben. Denn der Bewegungstrend wird erst rausgenommen, wenn wir das Trendhoch überschritten haben. Und das Trendhoch ist noch ein Stück weit weg. Das heißt, wir haben jetzt hier in diesem Drehbereich, wir sehen es hier, da war Unterstützung, hier war Unterstützung, hier war Unterstützung. Hier sind wir das erste Mal durchgebrochen, haben aber Unterstützung gefunden. Dann sind wir durchgebrochen, ging es wieder hoch, dann hat es sich gedreht und dann endgültig nach unten. So, jetzt sind wir wieder zurückgelaufen und in Bezug auf diesen blau markierten Abwärtsschub hier, sind wir jetzt halt in der Korrektur mal wieder angekommen in diesem wichtigen Drehbereich um die Marke von 9,25. Deswegen gehe ich auf diesen Bereich so wichtigerweise ein. Wenn der jetzt tatsächlich weggenommen wird und wir weiter nach oben steigen, haben wir mit Blick auf das größere Bild natürlich hier den Zwischenanlaufbereich um die 9,38 bzw. der Weg auch offen bis zur 9,47,5. Das ist das, was wir nach oben hin im etwas weiteren Bereich planen können. Ansonsten, wenn wir nur mal auf die Bewegung hier nach unten schauen, dann sehen wir natürlich die untergeordneten Anlaufmarken und die haben wir hier liegen ganz grob. Wartet mal, ich mache die mal eben Magentafarben, dass wir das besser unterscheiden können. Das sind nämlich die untergeordneten Bewegungshochs. Ja? Das ist die Marke von 9,30, 9,31 in etwa und dann hier oben diesen kleinen Schwankbereich um die 9,33,5, 9,34. Die Marken haben wir untergeordnet liegen. Das sind Anlaufpunkte für die Korrektur. Und wenn sich dann irgendwann kein Händler mehr findet und der Markt wieder rumdreht, haben wir eine gute Chance, aus der Gegenbewegung her absolut nach unten durchzulaufen. Ansonsten, tja, was soll ich sagen, hin und her, nach oben möglicherweise die Ausdehnung der Korrektur bis 9,47,5. Und wenn wir das mal kurz auf den Tageschart anschauen, dann wäre das halt auch ein guter, wichtiger Bereich hier an dieser Stelle, wenn man das mal so sehen möchte. Da oben war das letzte größere Zwischenhoch, wenn man mal das auf den Tageschart hier an dieser Stelle bezieht. Und das sind die Marker, die wir sozusagen sehen zur Oberseite hin, wenn der Abprall deutlich läuft. Dreht er rum, das wäre dann die perfekte Chance, aus der Korrektur heraus wieder unten Richtung Unterstützung zu traden. Und das wäre dann die Umkehr, die ich gerade auch besprochen hatte. Ne? Wenn ich einfach nur hochlaufe, sondern dann wieder rumdrehen und dann nach unten gehen und diese oberen Punkte nicht wegnehmen, weil dann plötzlich kein Kaufinteresse mehr da ist. Das ist dann der Drehpunkt nach unten. Und damit wechseln wir zu den Rohstoffen. Das heißt, wir blicken jetzt mal in den Brent hinein. Ja, und da sehen wir es schon. Die Gegenbewegung zum letzten Schub nach oben ist in vollem Gange. Ich habe das im Blog geschrieben, dass Brent kurz vorm Ziel hier in die Knie geht. Es schmiert einfach ab. Wo war das Ziel gewesen? Ja, kurz oder nicht kurz, das ist immer liegt immer im Auge des Betrachters. Ne? Wenn man mal sieht, wo man hergekommen ist, wo das Gap hier oben war, das war mal das Ziel, was ich hier ausgerufen hatte. Und wir sehen, wo der Markt momentan rumdreht, das ist schon eine Sache. Da stand wirklich nicht mehr viel. Wir standen hier im Hoch, wartet mal, lasst mich mal kurz gucken. Wir standen im Hoch bei 43,67. Das Gap Close, wenn man das mal auf den Schlusskurs dieses Tages hier bezieht, war bei 45,75. Mühluft ist nach oben gewesen, aber wir drehen rum. Was wir hier sehen, ist eine klassische Top-Bildung. Top-Bildung, warum? Schaut mal hier, das war ein Trendhoch, dann gab es eine Korrektur, eine normale Korrektur. Ja? Dann ging es wieder nach oben. Was kam oben? Es kam nichts mehr nach. Es wollte keiner mehr kaufen. Oben lagen keine Kauforders mehr, sonst wäre der Markt stärker gestiegen. Dann ging es wieder nach unten. Na? Wir sehen es, die Korrektur gelaufen und dann wieder nach oben. Jetzt sehen wir oben schon wieder Verkäufe. Und die Problematik, die sich hier einfach ergibt, ist folgende. Zwar kann sich hier jetzt oben möglicherweise ein sogenanntes Kontraktionsmuster ergeben. Das heißt, dass sich oben am Top die Schwankungsbreite verringert, immer wieder halbiert, die unruhigen Hände aus dem Markt rausgehen und dann der definitive Knall nach oben kommt. Das kann noch kommen, das weiß ich nicht. Aber dieses Kursmuster, was ich gerade gesagt habe, dieses Korrektur-Kontraktionsmuster als Trendfortsetzungsformation, das sieht man in aller Regel dann an den Märkten, wenn wir positive Nachrichten bekommen. Also wenn die Fundamentaldaten gut ausschauen, ja, wenn man die Long-Seite nimmt. Wenn wir uns Öl momentan anschauen, der Ölmarkt ist schon noch unter Spannung. Also schaut bitte auch mal beispielsweise, wen das interessiert. Wir kriegen ja jede Woche Freitag auch die Meldung der aktiven Bohranlagen. Bakers Bohranlagen oder wie das heißt, habe ich jede Woche auch drauf auf den Meldungen, auf der Terminliste sozusagen. Freitags kommt das immer.
die Anzahl der aktiven Bohranlagen in den USA, wenn die abnehmen, na, das sehen wir schon, da kommt auch Druck in den Markt. Wir haben ja in letzter Zeit immer wieder Meldungen gehört, wo man merkt, dass immer mehr, sage ich mal, Anlagen auch den Dienst einstellen, weil sich es momentan einfach nicht lohnt, das Öl aus der Erde zu holen. Da kommen auch wieder andere Zeiten, ja, aber das zeigt uns einfach, dass schon noch Druck auf dem Markt drauf ist. So, und wenn sich dieser Druck jetzt entlädt nach unten, wie wir das hier schon sehen, ne? Wir konnten das ja hier erfolgreich traden, wir konnten die Abwärtssituation hier erfolgreich traden mit Blick in die kleinen Zeiteinheiten und hier ist jetzt das gleiche Spiel am Gange. Wir haben hier oben die Topbildung gehabt, ja, und jetzt wird die Topbildung bestätigt, der Weg nach unten und kurzfristig, Öl kann man ja intraday auch sehr, sehr schön traden, sehen wir halt mittlerweile den Abwärtstrend am Laufen, ne? Auch mit schönen Bewegungen und Korrekturen, die wir hier haben, schön nach unten gelaufen und wenn wir jetzt einfach mal schauen wollen, wo sind denn interessante Anlaufpunkte zur Unterseite? Da sehen wir ganz klar, dass unten, schaut euch mal das Ganze an, das letzte Korrekturtief, was wir hier im Aufwärtstrend des Tages hatten, stand bei 39,35. Und das ist ein Punkt, der kommt jetzt hier durchaus wieder in Frage. Das heißt, wir haben hier oben definitiv einen Gegentrend und wir haben definitiv die Korrektur rausgenommen. Ich lege euch mal ganz kurz das Trenderkennungstool hier rein, kurzen Augenblick. Das ist das MTO in Live. Wer das haben möchte, das kann man ganz normal sozusagen in den Stereo Trader implementieren, einfach mal bei mir melden. Und wie schon gesagt, hier, das war schön der Trend nach oben. Ne? Das ist das Größere. Ja, sehen wir, übergeordnet ging es da hoch. Und was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt hier keine grüne Linie mehr, sondern schon eine rot-braune Linie, rostbraun, wie auch immer. Es geht abwärts. Die Farbe der Linie ist wurscht. Es geht abwärts. Wir trenden runter und wir haben halt hier, schaut mal, wir sehen das, die ganzen abwechselnden Tiefs. Hochs, alles schön. Hier die wichtige Marke, dieser Bereich hier, dieser Drehbereich ist mittlerweile rausgenommen. Das war eine ganze Weile lang eine Unterstützungszone. Jetzt sind wir drunter, jetzt ist es ein Widerstand. Wenn wir jetzt mal überlegen, wo könnte es denn hingehen, wenn es nach unten weitergeht, tja, dann ganz klar, die Anlaufbereiche unten drunter, schaut mal hier, ganz grob, die Marke von 41. Hier unten, das nächste Schwingtief hätte ich... Das nächste Swing Low oder Swing Tief, ja, ist bei 39,96, also bei knapp 40 US-Dollar. Und dann liegen wir schon unten bei 39,35. Potenzial ist da. Zielmarken nach unten sind da. Ganz klar. Wenn wir allerdings rumdrehen, können wir die Oberseite angehen. Gibt es eine Gegenbewegung? Sei es auch nur ein kurzer Rückschnapper. Für die aktiven Trader ist das trotzdem interessant. Erster Anlaufpunkt, da brauche ich nicht viel reden. Hier oben, der Ausbruchsbereich, das ist ein Level, das wird oft angetestet. Auch da gibt es gewisse Logiken dahinter. Wer das weiß, der kann dann gut planen, was hier oben passiert, das Ganze beobachten. Wie schon gesagt, sollten wir hier einen Rücksetzer sehen, korrektiv 42,35 bis 42,50, überhaupt kein Problem für die Oberseite, wenn wir hier diesen Abwärtstrend jetzt mal als Richtungsgeber nutzen. Das ist der Blick in Brent. Dann gucken wir jetzt noch in Silber rein. Das hatte ich ja schon avisiert. Wir hatten Silber ja auch als Handelsidee diese Woche. Jetzt muss ich bloß mal kurz schauen. Zack, das Fensterchen zumachen. So, liebe Freunde, Silber korrigiert. Holla die Waldfee. Wer hat das geglaubt nach diesem schönen Run nach oben, dass man dann plötzlich gestern brutal in den Abverkauf reingeht? Das war schon nicht von schlechten Eltern. Und wenn wir uns den Tagesschart mal anschauen wollen, was sehen wir da? Wir sehen da, sehr, sehr schön, die, die hier schon eine Weile zuschauen, wissen, was ich meine. Wir haben ein wichtiges Hoch rausgenommen aus dem Markt und pumps, sind die Käufer weg. Der Markt kam runter, schöne Schortumkehrkerze gesehen. Wenn die sich jetzt nach unten bestätigt, haben wir deutliches Korrekturpotenzial. Ganz nah haben wir noch das alte Ausbruchslevel hier oben, um die Marke von 18,40 $, wenn die auch rausgenommen wird. Ja, die hat auch mit diesem grün markierten untergeordneten Aufwärtstrend eine wichtige Funktion als Unterstützungsbereich. Das war aber der Widerstand, deswegen lasse ich den mal ganz kurz so. Diese Marke ist wichtig. Wenn wir hier tatsächlich abverkaufen, dann steht der Weg nach unten offen. Mit Blick auf diese größere Sache haben wir nämlich Platz nach unten bis hier runter, bis zur Marke von 16,95. Und zwischendrin, wir sehen es hier noch aus der alten Marktbesprechung. Ich habe die Punkte mal drin gelassen.
Das sind wichtige untergeordnete Anlauflevel. Schauen wir uns das mal kurz im Stundenchart an, dann sehen wir es. Nummer 1, der Markt trendet nach unten. Wir stehen hier kurz vor Trendfortsetzung. Und wenn wir hier in diesem Kaufbereich keine Käufer finden, sondern dort eher die Verkäufer wieder auf die Tube drücken, nämlich die, die sozusagen hier in diesem Kaufbereich long gegangen sind, ja, und sich sagen, ich bin jetzt gut in den Gewinn gelaufen, ich will die Position nicht mehr im Verlust hergeben, die haben natürlich ihre Stopplevels auch dort liegen. Und wenn das passiert, dann könnte durchaus eine Welle nach unten kommen, die uns dann nach unten bringt. Anlaufmarker, wie schon gesagt, ich raff den Stundenchart mal kurz ein Stückchen zusammen. Hier unten bei 16,95, das ist das Tief des Tagestrends. Zwischenstationen nach unten, wie schon gesagt, wenn die 18,40 fallen, hier der Drehbereich um die Marke Krop 18,06, also zwischen 18,05 und 18,07, also dieser Bereich hier unten. Ne? Hier haben wir ja einen relativ guten Schwungbereich, das sind knapp 18,10 und hier unten 17,90. Also hier in diesem Drehbereich, erstes Anlauflevel in diesem Punkt. Das zweite hier am Zwischentief bei 17,77 und dann sehen wir hier noch ein paar kleinere Marker. Die wichtigeren Marker sind hier in grün markiert, die Marke von 17,55. Hier haben wir einen schönen Drehbereich in dieser Seite. Hier unten haben wir ein paar Swinglows liegen um die 17,35. Das sind gute Level für die Unterseite, wenn wir hier tatsächlich schön die Fortsetzung des Abwärtstrends bekommen. Das der Blick in Silber. So, und jetzt schaue ich nochmal kurz rein. Fragen. Haben wir was? Ich schau mal auf Facebook, da kommt einiges. Danke für die guten Morgengrüße nochmal. Heute die Frage, wie schätzt du britisches Pfund US-Dollar für den Vormittag ein? Gucken wir mal. Nachrichtenseits kommt ja nicht wirklich viel rüber. Ich mache nochmal ganz kurz den Check, nicht, dass ich hier was vergessen habe. Ich gucke mal kurz auf den Nachrichtenbildschirm rüber für den heutigen Tag. Aber ich habe das so im Kopf, dass wir heute eigentlich keine wichtigen Meldungen haben für UK. Ja, da ist es drinnen. Heißt also, wir können nachrichtentechnisch relativ in Ruhe planen. So, muss ich mal kurz gucken. Ja, da haben wir nichts drinnen. Gut, alles klar. Das wäre das eine. Das war der Nachrichtencheck für heute. Jetzt schauen wir uns das Währungspaar mal an. Ne? Wir gucken mal kurz aufs Cable. Britisches Pfund, US-Dollar haben wir hier oben stehen. So, für den Vormittag. Für den Vormittag heißt, wir müssen in die kleinen Zeiteinheiten schauen. Danke übrigens auch für den Hinweis. Das hilft mir immer so ein bisschen zu erkennen, was genau oder worauf genau Wert gelegt werden soll. Ne? Wir können das ja hier so ein bisschen individuell auch gestalten. Blicken wir uns das Ganze mal an. Ich bleibe mal kurz im Tageschart, mache allerdings die Trenderkennung raus. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Wir schauen uns den Tageschart jetzt mal unter der Maßgabe an. Was ist denn hier los? So. Und mit dem Thema, was ist denn hier los, sehen wir Folgendes. Und zwar sehen wir hier unten den Tageschart, jetzt mache ich mal kurz etwas größer, an einer wichtigen Marke. Schaut mal hier oben der Drehpunkt um die, ja, ganz knapp 1,2687. Ja, das hier das Zwischenhoch gewesen. Wenn man da mal die Linie noch ein Müh nach unten ziehen will, schaut mal hier in diesen Bereich. Also die 1,264 bis 1,2667 da oben hin. Das ist ein wichtiger Schwungbereich. Da sehen wir, da haben wir immer wieder Verkäufe bekommen. Wir sind hier zwar mal kurz oben drüber gelupft, in diesen großen Verkaufsbereich herein, haben aber dort wieder den Abverkauf gesehen. So, und jetzt, pass auf, für den Kurzfristbereich, stellt euch mal folgende Frage. Wir sind jetzt hier oben schön in eine weite Bewegung reingelaufen. Ne? Das sehen wir auch schön im 4-Stunden-Trend, wenn wir uns den nachher mal angucken. Und dann plötzlich sehen wir hier einen Markt, der nochmal ein neues Hoch schreibt, komplett abverkauft und die Folgekerze ebenfalls schon wieder nach unten geht. Das sagt uns was. Will keiner mehr kaufen momentan. Heißt, wir sollten uns mal auf die Lauer legen, wie die Unterseite ausschaut. Und weil wir uns jetzt die Unterseite anschauen wollen, nehmen wir jetzt mal kurzfristig den Stundentrend hier zur Hand. Und da sehen wir nämlich, dass der Trend, den wir hier nach oben gerichtet hatten, mittlerweile gebrochen ist. Schaut euch das mal an. Das ist hier schön der Aufwärtstrend gewesen. Der hat hier sein letztes Korrektivlow gehabt. Und dann nochmal nach oben gelaufen. Heißt also, hier, wartet mal, ich mache das mal kurz rein. Das ist mal der größere Zeitrahmen, der größere Aufwärtstrend hier. Ja, der ist jetzt sozusagen der Weg nach oben gewesen. Für den kurzfristigen Handel interessiert der mich momentan aber nicht so stark wie der letzte Bewegungsarm, also das hier oben. Ne? Und da sehen wir, das Teil ist gebrochen. Das heißt, wir sind hier unten drunter durchgelaufen. Da war der Support gewesen, der ist weg.
Und wir haben auch schon gesehen, der Markt hat den nochmal angetestet und trendet jetzt nach unten. Das heißt, im Kurzfristbereich müssen wir uns wohl oder übel damit beschäftigen, dass der Markt mehr sinken als steigen möchte. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir vormittags hinlaufen können, dann hätte ich hier folgende Marker, die ich aus dem Chart rausnehme. Ne? Das heißt, das erste Level, was wir haben, ist dieser Bereich hier unten. Die Marke von ungefähr 1,25, naja, 6, 8, 7 in diesem Thema, in diesem Drehbereich rum. Warum ist dieser Bereich wichtig? Schaut mal, hier war ein Widerstand, dann wurde der Widerstand zur Unterstützung, der hat hier gehalten. Das ist also ein Bereich, der wirklich Marktrelevanz hat. Der, wenn der abverkauft wird, sehen wir weiter Druck nach unten. Ähnliches haben wir ja hier oben auf diesem Level auch schon gesehen. Ne? Hier, ich zeichne es mal kurz ein, schaut mal hier. Dieser Bereich, der war hier auch Unterstützung. Hier ist gar nichts passiert. Kurz innehalten und dann tschupp, einfach nach unten durch. Hier kommt jetzt die Frage, passiert das hier auch? Ja? Das heißt, dieser Bereich ist momentan aktuell noch ein Unterstützungslevel. Sollten wir an dieser Stelle keinen Verkaufsdruck bekommen, dann sehen wir Gegenbewegung nach oben hin und die könnte sich durchaus ein bisschen ausdehnen. Bis wohin? Ganz klar, hier oben erstmal hier ungefähr das kurzfristige Ausbruchslevel, ganz knapp um die Marke von 1,26, beziehungsweise hier, wie schon gesagt, das sind die kleinsten Dinge, die wir uns jetzt hier anschauen, 1,26,1, beziehungsweise dann hier oben dieses Ausbruchslevel um die 1,26,27, das sind die Punkte, die wir oben drauf kriegen. Wenn wir an dieser Stelle jetzt schon eine Gegenwehr bekommen, fallen wir allerdings einfach so nach unten durch, dann sehen wir den Markt auf der Unterseite und zwar mit weiteren Anlaufpunkten. Weitere Anlaufpunkte sehen wir hier in diesem Bereich. Einmal dieser marktrelevante Bereich, den hatte ich hier schon rangegeben. Das war mal rot, jetzt können wir es grün machen. Die Marke von ungefähr 1,25,4. Ja, das ist ein Level, ein Support-Level, ein Drehbereich hier drüben gewesen. Und wenn das nicht hält, ja, dann ganz klar noch ein Stückchen tiefer hier. Das Zwischentief ganz knapp um die Marke von 1,25. Und wenn wir die 1,25 mal noch anschauen wollen, dann kann ich genauso hier ein grünes Feld zeichnen. Auch das ein Bereich, der durchaus Relevanzen hat. Also das ist mal so der Plan für den Vormittag. Wenn sich der Verkaufsdruck tatsächlich ausbaut, haben wir gute Chancen, hier schön nach unten zu laufen. Ansonsten kommt es zum Abprall, dann eher die Oberseite. Marke haben wir auf alle Fälle da. Ich hoffe, das hat so weit gehalten. Dann schaue ich nochmal kurz rein. Da haben wir keine Fragen. Auch hier die Zoom-Zuschauer. Wirklich, wer Fragen hat, nicht schüchtern sein. Es tut nicht weh. Es sieht keiner, wer fragt. Ich lese auch keine Namen vor. Bitte einfach rein in die Chats. Das bin ich ja auch gewohnt im GoToWebinar. Da haben ja auch viele Zuschauer immer wieder Fragen gestellt. Die Tür ist wirklich offen. Und wir sehen jetzt hier, ach, ich würde am liebsten noch ein bisschen zuschauen, was hier gerade passiert im britischen Pfund, um wirklich mal zu schauen, dass wir mal live zugucken können, ob wir jetzt tatsächlich ordentliche Abgaben sehen, wie das so aussieht, wenn die Händler reinkommen, wie das so aussieht, wenn wir uns das Ganze mal kurz im Minutenchart anschauen. Das ist schon echt spannend, wenn man sieht, wie die Dynamik hier auch oben reinkommt. Ne? Da oben rein, hier kommt es jetzt zur Trendfortsetzung und wenn man sieht, diese Kerzen, bam, 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 wie das nach unten läuft, ja, das ist schon schön. Es ist schon herrlich. Und hier sieht man dann halt, wenn keine Käufer mehr da sind, dann schiebt es nach unten. Leute, wir sind jetzt hier gerade live dabei, wie der Markt nach unten reinläuft. Das ist genau live mal der Bruch in so ein Level rein, wie es den Markt nach unten schiebt. Und dann sieht man dann, wenn entweder Verkaufskaskaden kommen, dass die großen langen Kerzen nach unten weitergehen oder aber wenn der Weg nach unten einfach zu weit ist und keine weiteren Verkaufskaskaden mehr kommen. Ja, also wenn man hier so ein Level rauskommt und hier plötzlich dann nichts mehr ist und keiner mehr da ist, dann gibt es erstmal die Gegenmeldung. Das ist immer interessant zu sehen und das ist schön spannend. Also hier der britische Pfund, wie schon gesagt, mal live kurz nach 9 im Bruchlevel hier, beziehungsweise im Supportbereich um die Marke von 1,25,5 bis 1 oder 1,25,6 bis 1,25,7. Sehr schön zu sehen, britisches Pfund. Ja, das wäre das gewesen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eben kurz auf die großen Indizes ein. Wir machen mal den Marktcheck an dieser Stelle und wir versuchen mal so ein bisschen Korrelationen ineinander zu finden. Korrelationen, wieso spreche ich jetzt hier an dieser Stelle auch das Thema der Korrelationen an? Oder ich glaube, Korrelation ist das falsche Wort dafür. Worauf es mir ankommt, ist eher das Thema fundamentale Daten. Warum denn fundamentale Daten? Gerade wenn wir uns mal die Aktienindizes auch anschauen. Machen wir ja jede Woche, weil ich weiß, viele traden auch die Indizes, geht mir ja ganz genauso. Die Indizes geben mir wichtige Richtung auch vor.
Und wenn wir uns da mal zum Beispiel unsere deutsche Wirtschaft anschauen, ja, das Thema DAX, da sind ja die 30 größten, naja, gut, bis auf eins, Unternehmen drinnen. Ja, Wirecard, ich weiß nicht, eins der größten Unternehmen, ich glaube, das ist ein bisschen anders, haben wir nicht mehr lange im DAX, davon gehe ich mal aus. Spätestens im September sollte das Thema auch erledigt sein. Aber nichtsdestotrotz, es sind natürlich große Unternehmen, es sind Unternehmen, die auch viel exportieren. Exportieren in die Eurozone, aber auch exportieren in den ganzen Rest der Welt. So, und da ist es natürlich wichtig. Da muss man so, um das Ganze wirtschaftlich ein bisschen einzuordnen, ein kaufmännisches Denken haben. Und wenn man mal einfach überlegt, wann geht es denn einer Firma gut? Einer Firma geht es dann gut, wenn viel verkauft wird, wenn eine gute Nachfrage da ist. Ja? So, und wenn man das Ganze mal auf den Export sieht, dann braucht man natürlich für eine Exportnation wie Deutschland gute Nachfrage aus dem Ausland. Das heißt, das europäische Ausland ist da wichtig, aber auch Länder wie zum Beispiel China oder Japan oder auch die USA oder Kanada. Ja, das sind wichtige Länder, wichtige Abnehmer, auch Schweiz. Also ich kann die jetzt nicht alle hier nennen, aber das ist wichtig, dort auch mal zwischen den Zeilen bei den Wirtschaftsnachrichten zu lesen. So, und wer das aber nicht so kann, will, wie auch immer, spielt ja keine große Rolle. Der muss hier nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern er setzt sich einfach mal ein bisschen hin zum Research oder guckt mir einfach über die Schultern, was wir ab und zu mal machen. Und wir gucken jetzt im Research einfach mal auf eine Sache, die wir hier an dieser Stelle einfach mal dazu benutzen, um zu schauen, wie geht es denn zu den Ländern um uns drumherum. Das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz, um so ein bisschen ein Gefühl dazu bekommen, wie es abgeht. Weil wenn wir beispielsweise mal Importländer sehen, also Länder, die deutsche Produkte kaufen wollen, wie Spanien oder Griechenland, ja, oder auch Italien, das sind ja Länder, die kaufen zum Beispiel auch gerne mal deutsche Autos oder andere deutsche Waren. So, wenn es der Wirtschaft aber nicht so gut geht, dann sehen wir das gut an den Indizes in dem Land. Warum? Weil ganz einfach die Unternehmen in den Ländern natürlich auch abhängig sind von der Binnenkonjunktur. Und wenn es da schlecht aussieht, geht es denen schlecht und den Indizes geht es auch schlecht. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja? Wir starten mal zum Beispiel, wir starten mal mit Frankreich. Ja? Nehmen wir einfach mal hier kurz den Chart vom Frankreich, das Ganze im Tagesbereich. Der Rest ist jetzt für dieses große Bild egal, braucht man nicht wirklich. Und da sehen wir einfach einen Markt, der sich ähnlich entwickelt wie der deutsche Markt. Ja? Das heißt, hier in diesem Punkt können wir so ein bisschen davon ausgehen, wir trenden schön nach oben. Der deutsche Markt ist natürlich schon ein ganzes Stückchen weiter gelaufen, aber hier sieht es jetzt erst einmal so aus, zumindest mit Blick zurück, dass sich auch hier die Wirtschaft erholt hat. So, und wenn man das Ganze jetzt mal kurzfristig sehen möchte, sieht man auch Zusammenhänge in den Charts. So, und hier sehen wir halt ganz klar, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Aufflammen, ich muss das Thema leider aufnehmen, von Covid-19 sehen. Und wir wieder flächendeckend, sage ich mal, Lockdown-Maßnahmen sehen. Ja, ich meine damit jetzt nicht das ganze Land, aber gewisse Regionen. Dann wird man das relativ schnell sehen, dass der Aktienindex sinkt. Warum? Weil die Unternehmen wieder schlechte Nachrichten bringen, es den Unternehmen wieder sehr extrem auf die Tasche schlägt, dass wieder der ganze Verkauf beispielsweise nicht in Schwung kommt. Ja, und wenn man dann so eine Marke bricht, hier im französischen Aktienindex zum Beispiel, dieses Level, was wir hier haben, um die 4800, 4850 Punkte, wenn das rausgenommen wird, dieses Level, das zeigt uns halt, puh, hier könnte es dann schon nach unten gehen. Ja? Das haben wir hier, das sehen wir hier. Und wenn es darunter geht, dann haben wir halt nicht viel tiefer noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar das Level hier unten, diesen Kaufbereich. Und wenn auch der abverkauft wird, ja, das könnte dann auch deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, weil der Markt so schlechte Dinge antizipiert. Und wir wissen ja, der Markt nimmt gewisse Sachen auch vorweg. Und wenn es wieder schlechter wird, heißt das für uns Deutsche weniger Export nach Frankreich. Gucken wir uns das Ganze mal kurz noch in Italien an. Hier einfach mal reinziehen den Index. Da sehen wir, Italy ist jetzt drinnen, genau, der Chart ist da. So, das weg und wir sehen, man kann den Chart fast spiegeln, ja? Das heißt, das, was ich gerade auf Frankreich auch erzählt habe, gilt auch hier. Was der Index gemacht hat,
Hier, schaut mal, da ist der deutsche Markt viel, viel weiter gelaufen. Er hat hier zwei wichtige Level zwar rausgenommen, angelaufen, konnte sich aber nicht ins Gap Close deutlich nach oben wagen. Ne? Wir sind hier rangelaufen an dieses kleine Tief hier unten. Wir haben hier dieses Verkaufslevel kurz angetestet und trennten jetzt nach unten. Sollte es hier durchaus wieder nach unten gehen, das heißt hier kurzfristig auch dieses Level um die 19.000-Punkte-Marke abverkaufen, dann haben wir auch hier die Gefahr, dass sich hier unten in diesem Level ein Abverkauf bildet und wir einen Gegentrend sehen. Und dieser Gegentrend hat dann durchaus das Potenzial, unten reinzulaufen. Und schaut mal hier, da haben wir ein ziemlich dickes Auffangband. Das heißt, hier könnte es durchaus deutlich nach unten gehen. Und auch das wird den deutschen Aktienmarkt beeinflussen, wenn wir sowas sehen, weil das hat auch in gewissermaßen auch immer Auswirkungen auf die Wirtschaft eines Landes. Da haben wir jetzt mal sozusagen zwei Indizes hier in Europa gesprochen. Wir schauen jetzt mal noch über den großen Teich Richtung Asien. Da sehen wir jetzt mal den japanischen Kursindex. Wie schon gesagt, das Bild schaut hier deutlich anders aus als das in den europäischen Märkten gerade aussah. Hier sind wichtige Anlaufpunkte. Bitte diese Linien hier, die sind jetzt nicht so wichtig. Das ist nur, dass der Stereo-Trader zieht sowas rein. Hier in diesem Index sind wir deutlich weiter nach oben gelaufen. Das erinnert auch so ein bisschen an das, was wir im DAX gesehen haben vom starken Ablauf. Ne? Wichtige markttechnische Level rausgenommen. Hier schön das Gap geschlossen. Hier schön den alten Verkaufsbereich auch mit raufgenommen. Und eine Sache ist jetzt halt wichtig, die wir bedenken müssen. Wir sind hier. Schaut mal, hier oben ist auch noch ein Gap. Das ist jetzt geschlossen worden. Der Markt verkauft jetzt ein bisschen ab. Das heißt, wir haben hier oben relativ gut zu sehen im japanischen Kursindex einen Widerstand liegen. Und dieser Widerstand hat durchaus das Potenzial, den Markt jetzt in eine Situation zu bringen, wo wir komplett rumdrehen und nach unten drehen könnten. Ja, soweit ist es noch nicht. Wir sind in einem Bereich angekommen, der wichtig ist. Schaut mal hier unten drunter, dieser Bereich, das ist so ein Testelevel um die Marke von ca. 22.100 Punkten. Und den, upala, was ist denn das jetzt hier? Und diesen Bereich hier unten, das ist wichtig. Hier, dieses Spike-Tief, was wir da haben, beziehungsweise hier oben drüber, das gleiche nochmal. Sollten wir hier unten drunter durchfallen, dann wäre das der Gegentrend. Und dieser Gegentrend, der hat dann das Potenzial, natürlich tiefer zu laufen. Das ist dann auch etwas, was wir mit guter Wahrscheinlichkeit auch auf den DAX sehen werden, weil wenn dieser Abschwung nach unten kommt, durch Thema Covid-19, durch Lieferkettenunterbrechung, durch weniger Importe aus Japan, all diese Sachen, die hier immer wieder zusammenspielen, da kann man selten eine rausnehmen, hat das dann schon weitere Auswirkungen. Das heißt, auch hier, wir sind momentan in einem wichtigen Wechseldrehbereich, auch bei der Stimmung an den Märkten. Ja, die fängt auch mal relativ schnell wieder an zu kippen. Das haben wir ja gestern auch kurzfristig in den USA gesehen, wie es da nach unten geht, oder auch beim Silber, dass da plötzlich Gewinne extrem schnell vom Tisch genommen werden. Und das sind halt so Punkte, wo man einfach unten angekommen ist, jetzt an einem Level. Und sollten wir tatsächlich hier den Abverkauf sehen, unter diesem Preisbereich hier rein. Ich ziehe mal kurz ein Preislevel rein. Das ist hier ganz grob die Punktemarke, der Punktebereich von ungefähr 21.960 Punkten. Dann haben wir hier im Kleinen erstmal einen Trend nach unten laufen und der sich dann ausbauen kann hier in einen größeren Trend, in einen astreinen Gegentrend. Ne? Das würde also das technische Bild würde dann so aussehen, wenn der Markt das bärische Bild spielt, dass wir hier die Unterseite anlaufen und dann hier den Markt nach unten reindrehen und dann hier einen Abwärtstrend machen. Und dann sind die nächsten Level zur Unterseite definitiv auch schon ersichtlich. Ja? Das heißt nicht, dass wir dieses Jahr keine Aufwärtskurse mehr dann sehen, wenn wir hier drunter fallen, sondern nur, dass der Markt einfach ein Stück weit tiefer korrigiert und so ein bisschen die Händler auch in Deckung gehen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Oberseite ist weiterhin potenziell vorhanden. Nur wir sehen, wir kommen hier über dieses Level hier oben momentan einfach nicht rüber. Das ist mittlerweile im Kleinen ein Doppeltop. Und wenn sich das entlädt zur Unterseite hin, dann wissen wir, was hier technisch los ist. Und mit diesen Sachen, die wir hier gerade besprochen haben, gehen wir jetzt mal eben in die Indizes rein, die wir hier regelmäßig auf der Uhr haben. Das heißt, wir schauen einfach mal ganz kurz auf den DAX und dann gehen wir noch in ja, die US-Indizes mit rein. Und bei den US-Indizes komme ich dann nachher auch nochmal auf das Thema Covid-19 zu sprechen. So, der DAX, wir sehen es schon wieder, die Level von gestern, ne? Schon wieder erreicht und nach unten abverkauft. Ist schon lustig. Gut, also Trendtechnik, ne? Sag ich nur. Wer sagt, das geht nicht, weiß ich nicht.
soll einfach mal in meine Sendung gucken. Also, was haben wir hier? Wir haben hier an dieser Stelle natürlich jetzt den DAX. Wir haben den DAX momentan abwärts gerichtet, absolut wieder im Verkaufslevel. Das ist mal der Stundenchart. Wir blicken, bevor wir hier mal ins Detail gehen, auch fürs kurzfristige Bild, blicken wir immer eben rein in das, was wir hier sehen. Oh, mein Arm ist abgeschnitten. So, also, hier an dieser Stelle sind wir oben reingelaufen in ein wichtiges Verkaufslevel und direkt dort haben wir abverkauft. Brutaler Abverkauf, über ein paar Tage richtig böse, heftig nach unten. Jetzt hier seit einigen Wochen wieder leicht trendig die Aufwärtsbewegung oben rein. Leicht trendig heißt an dieser Stelle, ich zeichne das mal ganz kurz ein, hier nach oben hin sind wir vom Tief unten rausgekommen. Hier das Tief hatten wir grob um die Marke von, naja, 11.950 Zählern. Da ist das Tief rausgekommen und das hat uns hochgeschieben, schon bis kurz unter diesen Top-Bereich hier. Und da wissen Sie ja, die hier zuschauen, was soll ich sagen? Leute, da oben kommt ein Doppeltop. Ja, so, und jetzt müssen wir nur mal eins und eins zusammenzählen. Wirtschaftlich alles andere als schön. Fundamental, jetzt fängt die Berichtssaison an. Wir hatten ja bei der letzten Berichtssaison drüber gesprochen. Ich hatte das auch in meinem Wall Street Traders Lunch mal ein bisschen ausführlicher gemacht. In der letzten Berichtssaison hat uns Corona ja gerade so richtig angefallen, ordentlich wie eine Dampfwalze zu überrollen. Ja? Damals hatte ich auch gesagt, ich erwarte in keinster Weise, dass irgendein Unternehmen einen Ausblick gibt. Mittlerweile sind ein paar Unternehmen durch diese ganzen Sachen in der Pandemie sehr wohl dazu in der Lage, auch Ausblicke zu geben, nämlich die, die große Vorteile davon haben. Ja, das ist das Cloud-Geschäft, das sind die Streaming-Dienste, das sind auch die Telekommunikationsdienstleister. Also die Sachen oder auch Firmen wie zum Beispiel Zoom oder TeamViewer, die profitieren natürlich von dieser Sache. Oder auch eine Microsoft, um mal auf Aktienebene zu schauen. Ist jetzt nichts, was uns zwangsweise im Währungsbereich interessiert, aber bei den Indizes muss man solche Sachen schon mit im Kopf haben. Aber diese Firmen stellen ja nicht den gesamten Markt dar. Der gesamte Markt ist ja ziemlich bunt. Und wenn wir uns diesen ziemlich bunten Markt mal anschauen, dann sehen wir schon, dass jetzt in der Berichtssaison durchaus ein bisschen mehr Klarheit kommen kann, wie es weitergehen kann, wie wir aktuell stehen. Und was wir hier sehen können an dieser Stelle sind dann, glaube ich persönlich zumindest, zwei Dinge. Erstens, wir haben ja im letzten Quartal, sag ich mal, eine Talsohle gesehen, also ein Zwischentief zumindest. Ob es nochmal tiefer geht in der Wirtschaft, weiß ich nicht so genau. Aber wenn es tatsächlich eine Talsohle war, wissen die Unternehmenslenker jetzt auch so ein bisschen, wie sich das anfühlt, wenn es ein bisschen nach oben gehen kann. Ne? Ganz klar an dieser Stelle, ich weiß, hier schauen ja auch Zuschauer zu, die aus komplett anderen Branchen kommen, zum Beispiel Reisebranche oder die Hotelbranche oder die Gastronomie. Ich weiß, wie schlecht es euch geht. Ja? Es ist echt eine sehr, sehr schwere Zeit, aber andere Unternehmen merken halt auch, wie es weitergehen kann. Das heißt beispielsweise Restaurants, die mittlerweile wieder öffnen dürfen, die sehen ja auch gerade in den größeren Städten, dass die Leute schon in die Restaurants auch gehen. Die müssen teilweise aufpassen, dass die Leute sich ein bisschen auch an die Vorschriften halten. Solche Sachen kommen da. Also man sieht halt auch, momentan ist die Wirtschaft noch nicht so geschwächt, dass die Leute kein Geld ausgeben. Das heißt, es gibt so ein bisschen Licht am Tunnel. Und wenn wir jetzt in den Bilanzen immer mehr Unternehmen sehen, die dieses Licht am Ende des Tunnels sehen, dann werden wir auch gewisse Ausblicke bekommen. Und diese Ausblicke an sich, die könnten dann die Indizes, zum Beispiel hier den DAX, schon sehr deutlich und positiv beeinflussen. Ja? Aber wir sehen es halt auch, das Risiko ist da, dass wir doch auch andere Bilder sehen können. Ja? Bilder, wie wir sie jetzt beispielsweise in den USA sehen, ja, oder Bilder, wie wir sie in Serbien sehen, dass es da massive gewalttätige Proteste gibt, weil eine Ausgangssperre möglicherweise verhängt werden soll. Das sind Sachen, wenn es so weit kommt, das schadet der Wirtschaft schon in einer ganz anderen Art und Weise. Ja? Also da sieht man mal diese Extreme, die tatsächlich auch da sind. Ich sage nicht, dass das so kommt, aber wir sehen, dass sowas da ist. Und das ist natürlich dann etwas, das beeinflusst die Wirtschaft sehr, sehr stark. Und wenn wir uns jetzt mal das Verhalten im DAX anschauen,
und wir tatsächlich hier einen Mehrfachtop bekommen, und das, was wir hier jetzt sehen, ist ja der Tageschart, nichts anderes, das ist der Tag, ja. Und wenn wir im Tag einen Doppeltop bekommen, ist das was anderes, als wenn wir in der Stunde einen Doppeltop bekommen. Das hat schon Auswirkungen. Und ich mache jetzt mal kurz den Blick ins große Bild, ja. Und im großen Bild sehen wir hier was. Das ist jetzt mal die Woche. Und jetzt schaut euch mal an, welche Sprengkraft momentan hier oben um die 12.900 in der Woche gut ersichtlich ist. Hier hat es geknallt. Heftig. Da kam Covid. Dann die Erholung. Sind wir wieder oben rangelaufen. Was ist passiert? Es hat geknallt. Es hat ordentlichen Schub nach unten gegeben. Jetzt sind wir wieder in die Nähe gekommen und schon geht es wieder runter. Wir sehen momentan hier oben 12,8, 12,9, knapp unter 13. Ein sehr, sehr starkes Verkaufslevel. Und wenn wir jetzt in einer Phase, wo wir erneutes Aufflammen von Covid-19 Angst bekommen in den Märkten, wenn wir vor der Berichtssaison Händler sehen, die besser mal in Deckung gehen, da braut sich ein Gemisch zusammen, wo man wirklich sagen muss, Vorsicht. Und was wir haben Urlaubszeit, ja, und das ist ja der erste wirkliche, echte Probe, was im Urlaub passiert. Auch da sehen wir ja beispielsweise auch in Ländern wie Kroatien, was mit Covid-19 passiert. Und das ist ganz, ganz wichtig jetzt für uns. Wenn wir hier bei uns in Deutschland safe durch den Sommer kommen, ist das ein sehr, sehr positives Zeichen auch für die Wirtschaft. Gibt es massive Probleme, werden wir wieder Lockdown-Maßnahmen sehen. Temporär, lokal begrenzt, ja, aber wahrscheinlich werden wir sie sehen. Das hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und das ist ein Punkt, der wirkt sich jetzt ein bisschen auf das Thema Angst auch aus. Und diese Angst sehen wir hier im Markt gespiegelt. Also auf den DAX gesehen, muss ich wirklich sagen, bin ich momentan aus aktueller Sicht, wenn ich mir nur diesen kleinen blau markierten Trend anschaue, technisch gesehen einfach der Meinung, gut, wir sehen jetzt hier eine Korrektur. Ja? Wir haben das Korrekturtief, das Trendtief hier unten bei 11.900 und knapp 50 Punkten stehen. Bis dahin kann der Markt korrigieren. Wir gucken uns das mal ganz kurz im Bild an. Ich habe ja da schon ein paar Linien, ein paar Marker auch mit drinnen. Wir sehen es hier, wir haben einen wichtigen Bereich rausgenommen. Das hatten wir gestern auch besprochen, die Marke von 12.500 Punkten. Wir haben das nächste Kauflevel schon vor uns liegen. Hier unten die Marke von 12.350 Punkten in etwa. Ja, wenn da auch, ich weiß nicht, wenn Kaufinteresse kommt, könnte es auch relativ flott nach oben gehen. Wir haben ja oben auch ein paar schöne Marker zum Ranlaufen. Das ist jetzt rein technischer Natur, kurzfristig, ne? Der Markt hat auch nach unten noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier unten ein paar Drehpunkte sind ja auch da. Hier wären dann zu nennen die Marke von ca. 12.200 Punkten. Und dann ziehst du mal kurz hier unten rein, das Low bei etwas unter 12.100 Punkten, also 12.080 bis 12.100 Punkte. Dieser Bereich, das sind wichtige Marker, die wir zur Unterseite haben, ohne diesen blau markierten Aufwärtstrend sozusagen jetzt hier rauszunehmen. Das ist nur Gegenbewegung, das ist das, was man im kurzfristigen Bereich durchaus auf der Uhr haben kann. Und dann kann man sich wirklich auch mit Spannung hinlegen, was passiert denn? Kriegen wir jetzt öfter mal unten Käufer rein und oben die Verkäufer? Das wäre interessant. Das ist genau der Fakt, den ich immer wieder beleuchtet habe, dass aktuell gerne mal oben verkauft wird und unten wieder gekauft wird. Da sieht man, dass die kurzfristigen Spekulanten am Spiel sind. Und das können wir an solchen Punkten auch sehen, an solchen Auffangpunkten. Ne? Schaut mal, was hier passiert ist. Wir sind in diesen Bereich reingelaufen und schwupp ging es etwas nach oben. Interessant auch, wo der Markt gedreht hat. Ne? Hier direkt am Verkaufslevel, kurz um den Bereich von 12.600 Punkten. Hier das gleiche, rangelaufen, Schubs nach oben, rangelaufen, Schubs nach oben, rangelaufen, Schubs nach oben. Abpreisszenarien, ganz klar für die Daytrader, geile Chancen, richtig schön. Der nächste Punkt kommt hier unten, das ist die Marke von 12.350. Lauer legen und schauen, was dort passiert. Sehen wir kurzfristig Abpreisszenarien, ist der Weg nach oben da. Wo sehen wir den Weg hin? Hier, schaut mal, natürlich aus jetziger Sicht hier, dieser Abprallbereich, ganz klar, der ist da und dann nach oben hin die Trendhochs. Kommt allerdings zum Schub nach unten, also wenn wir tatsächlich hier unten drunter durchfallen, gut, klar, dann können wir nicht anders. Dann müssen wir uns die Unterseite nehmen und wie schon gesagt, kurzfristig geht es dann darum, wo laufen wir hin. Und wie schon gesagt, dann hätten wir hier diesen kleinen Drehbereich um die 12.235, 36 Punkte Marke. Dann hier drüben, wartet mal, das kann ich mal rausnehmen hier, das brauche ich jetzt nicht mehr.
Dann hier drüben unten diesen Drehbereich um die 12.100 bis 12.082. Das sind die Marker, die wir unten haben, wenn wir durchaus längerfristigen Druck auf den Markt bekommen sollte. Das im Kleinen und wie schon gesagt, die Entscheidung für das Große, das werden wir erst in den kommenden Tagen sehen, was hier gespielt wird. Ne? Hier könnte ganz gut einfach nur ein Korrekturkanal kommen, aber wie schon gesagt, wenn wir immer mehr wichtige Level nach unten rausgenommen bekommen, hier haben wir eins weg, hier wartet eins auf uns, das sind dann schon deutliche Marker, wo man uns einfach oder wo man sich einfach tiefer auf die Lauer legen muss. Und wenn man einfach mal schaut, was dann sozusagen Marker sein können, die nach unten wichtig sind. Schaut mal hier. Nächstes Anlauflevel haben wir hier in diesem Bereich. 11.200. Ja, also das ist Wahnsinn. Was hier nach unten warten kann auf uns, das ist schon irre. Zwischenzeitlich natürlich vorher noch ein bisschen was anderes. Ja? Wie schon gesagt, diese 12.100 bzw. hier unten die 11.950 Punkte Marke hatte ich ja schon ins Spiel gebracht und dann hier unten geht es weiter. Wenn das wirklich alles nicht hält, dann haben wir hier zwischentief knapp 11.6 als nächste Marke zur Unterseite. Mal ein mittelfristiges Bild, sollten wir tatsächlich von oben nach unten den Abverkauf sehen. So, das wäre das. Und damit schalte ich mal um noch in die anderen Fragen rein. Fragefelder passt soweit. Danke auch für den Hinweis, über den Teller raus ranschauen ist wichtig. Das sind ja die wichtigen Sachen, die wir hier sehen, dass wir auch gut planen können. Ich hatte gestern übrigens auch ein nettes Gespräch mit einem Händler, der auch sagte, wie das so ist. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, wenn du im Straßenverkehr zum Beispiel planen kannst, verhältst du dich doch ganz, ganz anders, als wenn du planlos im Straßenverkehr unterwegs sein musst. Und so ist es auch an den Märkten. Wenn wir irgendwo einen Plan haben können, dann können wir ganz anders auch agieren. Und mit dem Blick in den Plan schauen wir jetzt mal ganz kurz noch in die US-Märkte rein. Und bevor wir das allerdings machen, muss ich euch mal kurz was zeigen. Tata, worldometers.info, Coronavirus Country US. Leute, guckt euch mal die Grafik im Hintergrund an. Ich hoffe, das kommt übers Video gut rüber. Das sind mal die Daily New Cases in the United States. Ja? Trump hat ja mal gesagt, das ist alles nicht so schlimm, wir sind hier auf dem Abwärtsweg. Also ich wage mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und sage, nach einem Abwärtstrend sieht das nicht aus. Es sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Also wir müssen hier schon wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben einen brutalen Anstieg der Covid-19-Fälle, ganz, ganz stark seit Mitte Juni, ja. Wir sehen deutliche Zuwächse der Covid-19-Zahlen seit den Feierlichkeiten zum 4. Juli. Wir sehen deutliche Zuwächse der Covid-19-Zahlen nach einer Rede von Präsident Trump, wo die Leute keinen Mundschutz gebraucht haben. Corona ist ja nicht so schlimm, ist ja alles halb so wild. Ja? Wir werden hier aber ganz klar was sehen. Und zwar, wenn das Thema so weitergeht, wird es zu erneuten Lockerungsmaßnahmen nicht kommen, sondern da wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Wirtschaft starke Einschränkungen spüren und das werden wir merken. Und das ist auch etwas, das müssen wir als Planung im Hinterkopf haben. Und das ist etwas, das muss ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, auch aus technischer Sicht, mit Blick in die USA bin ich ein bisschen besorgt. Und zwar besorgt auf Grundlage der Situation, was dort gerade passiert. Und zwar, lasst uns mal kurz in die Indizes schauen. Nur mal kurz, ich will mal kurz einen Blick durchgehen. Schaut euch mal an. Dow Jones. Ja. S&P 500. Also, Dow Jones, der macht schon deutlich Richtung nach unten. Ja? Deckel oben bei 26.000, ein bisschen über 400. Hier unten haben wir einen großen Auffangbereich bei 25.000. Der ist da. Ja? Der ist auch weiterhin valide. Alles gut. S&P 500, der ist hier oben momentan immer wieder um die 3.170 bis 3.180. Immer wieder abverkauft worden. Das sieht auch nicht mehr so, zack, einfach bullisch nach oben aus. Und er hat auch an einem wichtigen Punkt gedreht, genau hier oben rumgedreht, an diesem großen Verkaufslevel. Kam der Schub nach unten, ja, hier guckt euch das mal in der Woche an, Schub nach unten, jetzt geht's hoch, jetzt haben wir schon wieder eine Abverkaufskerze, genau an diesem Level oben. Vorsicht,
muss man hier wirklich walten lassen. So, und jetzt bitte hinsetzen für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Na, wenn man sich den US-Markt mal anguckt, kann man ja davon ausgehen, gut, wenn wir auf den Nasdaq gucken, werden wir jetzt ein ähnliches Bild sehen. Freunde, das Bild im Nasdaq sieht ein bisschen anders aus. Ja? Und jetzt stelle ich mich mal einfach provokativ hin und sage, alle Märkte rund um den Globus kommen momentan nicht vom Fleck, bis auf einen einzigen größeren, den wir uns hier anschauen. Und das ist der Nasdaq. Der macht ein Allzeithoch nach dem nächsten. Ich weiß es nicht, ob jetzt wirklich das ganze Geld von den anderen Indizes in den Nasdaq fliegt. Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Das riecht eher so ein bisschen nach einer Übertreibung. Vielleicht der letzte Move. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Erfahrungsgemäß ist es allerdings so, wenn man sich das mal anschaut, was passiert, kann es durchaus sein, dass hier wirklich der letzte Move da ist, bevor wir einen starken Abwärtsschub bekommen. Weil die anderen Indizes drehen alle langsam schon um. Nur der eine ist noch da. Ob der sich wirklich langfristig durchsetzen kann, keine Ahnung. Schaut euch mal hier das Wochenbild an. Wir haben ja gerade das Wochenbild der anderen gesehen. Das ist schon eine heftige Parabole, die wir hier sehen. Ne? Also wenn man mal sieht, wo das von unten herkommt, ich gehe nochmal ganz kurz auf den S&P 500 zurück, mache ja auch mal kurz den Wochenchart an, das sieht hier schon ein bisschen anders aus, als das Bild hier im technologielastigen Index. Ne? Genieße ich ein bisschen mit Vorsicht. Ja? Die Unterseite sieht auch reizvoll aus, wenn wir da oben echten Abverkauf bekommen. Weil so schnell wie die Dynamik nach oben geht, kann die auch nach unten kommen. Das haben wir ja hier vor 2 Wochen gesehen, wie stark der Markt ja auch mal flott abverkauft hat. Muss man ein bisschen auf der Uhr haben, auf dieser Seite. Heißt also, mit Blick in die USA, der Oberbulle ist immer noch der Nasdaq. Der Aufwärtstrend ist intakt. Rein aus technischer Sicht hat man da oben jetzt ganz, ganz klar weiterhin das Fortschreiten des Aufwärtstrends. Der steht schön im Lauf, in der weiten Bewegung. Korrektive Phasen sind durchaus drin. Anlaufmarke, Ausbruchsbereiche haben wir da. An dieser Stelle kann ich mal ganz klar nennen, hier oben. Schaut mal, dieses Ausbruchslevel, wenn wir eine Korrektur sehen, 10.000 um die 300-Punkte-Marke, ja, und darunter dann, wie schon gesagt, hier diese Level um die 9.850. Das sind mal Marker, wenn wir eine Korrektur sehen sollten, die können durchaus relevant werden für den Anlauf auf die Unterseite, die wir hier im Nasdaq sehen. Aber ich hatte ja gesagt, so ein bisschen, sage ich mal, der Vergleich auch zu den Wirtschaftsdaten, zu den Wirtschaftszahlen, die sein kommen. Man muss halt wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein. Und da möchte ich jetzt mal kurz noch auf etwas eingehen, was ich mir auch immer wieder anschaue. Und zwar in der DAO-Theorie gibt es eine Theorie, die da sagt, man solle sich mal bitte die Güter, die transportiert werden in den USA, na, das ist zum Beispiel der Transportation Index, ich muss jetzt bloß mal gucken, ob ich den flott hier schnell mit finde, zusammensetzen mit dem Dow Jones, wie das Ganze so ausschaut. So, lass mich mal ganz kurz was schauen. Der Tran, den sehe ich hier nicht. Ich bin gerade auf einem Chartfenster, wo ich mal was raussuchen muss. Kurzen Augenblick. Ich schaue mal kurz auf Market Watch nach. So, dass wir uns mal den Index rausholen. Den Transportation Index, den US Transportation Index. Den schauen wir uns jetzt einfach mal an hier. So, oder wir machen das mal bei TradingView, zack, so, pass auf, machen wir jetzt hier einfach mal live, zack, über einfach mal rüber. So, das brauche ich nicht, jetzt das Ganze mal in groß. Und da suchen wir hier mal ganz kurz raus, den Transportation Index. So, Nasdaq Transportation, da haben wir ihn. Und den gucken wir uns jetzt mal an, wie der sich entwickelt. Und hier sehen wir nämlich, dass der genauso nach unten läuft wie der Dow Jones. Ja, schaut euch das mal an. Schön nach oben gelaufen, na? Dow Jones Gleichlauf, jetzt dreht der rum. Und wenn der tatsächlich hier unter dieses Level fällt, unter die Marke von 4.400, sehen wir ja sehr schön hier, dann etabliert sich der Abwärtstrend weiter nach unten. Und wenn das der Gleichlauf ist, den wir hier zum Dow sehen, dann ist das ein sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass die Märkte wahrscheinlich erstmal eher die Unterseite suchen. Und das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist an dieser Stelle auch ein wichtiger Marker, ein wichtiger Punkt, nämlich
für diejenigen, die kurzfristig traden. Ja, wenn wir so einen Bullenmarkt haben, wie den Nasdaq, und plötzlich gehen die anderen US-Trader in Deckung, dann werden dort auch irgendwann mal Gewinne mitgenommen und dann wird es Zeit, sich auf die Lauer zu legen. Die Umkehrsituation abzuwarten, ich versuche das natürlich hier in den Morning Briefings mit reinzunehmen und dann den Markt nach unten zu traden. Da ist viel Potenzial da. Also das mal so der Blick ein bisschen über den Tellerrand, weit in die Indizes auch mit reingegangen. Ich hoffe, es war interessant und hat für den ein oder anderen interessante Einblicke gebracht. Wenn ja, gerne ein paar Likes hier auf Facebook oder auch dann später auf dem YouTube-Kanal hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns weiter wieder morgen, nein, am Montag. Heute ist ja Freitag, am Montag um 8.30 Uhr zum Marktstart hier bei uns in Deutschland. Ich freue mich drauf, wünsche allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, einen erfolgreichen Freitag und bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.